Und sag mal, du meinst wirklich, dass uns die russische Dame einen Sendeplatz um 20.15 Uhr besorgen kann? Naja, mein Russisch ist zwar etwas eingerostet und ich habe 20 Wodka Red Bull drin, aber ja, das hat sie gesagt. Weiß nicht, es kommt mir irgendwie spanisch vor. Ja, wir sind ja auch auf Ibiza. Und du bist dir echt sicher, dass das keine Falle ist? Wieso? Naja, sieht aus wie eine Kamera. Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend, herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Danke und herzlich willkommen. Sagen Sie mal, was ist da eigentlich los? Was ist da eigentlich, ich begreife es nicht, was ist da eigentlich in unserem beschaulichen Nachbarland Österreich, was ist denn da eigentlich los? Ein politisches Beben. Ein Regierungsbeben. Regierungsbeben. Ein politisches Beben ist das in Österreich. Man spricht von einem Beben von über 3 Promille auf der nach unten offenen Strache-Skala. Ich verstehe ja persönlich nicht, warum die FPÖ sich so aufregt. Ich meine, gerade die FPÖ hat jahrelang mehr Videoüberwachung gefordert. Jetzt haben sie die bekommen. Jetzt auch wieder verkehrt. Ich meine, klar, dieses Ibiza-Skandalvideo zeigt schon, wie Ex-Vizekanzler, man muss inzwischen sagen, Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache mal so richtig die Hosen runterlässt. Ganz genau. Und das hat die Partei in eine schwere Krise gestürzt. Strache hat ja da einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte angeboten auf Ibiza, ihr gegen Spenden öffentliche Aufträge zuzuschustern, unter anderem für Autobahnen. Ist auch wieder typisch, oder? Immer diese Rechtsextremen, ich weiß auch nicht, immer Autobahnen. Warum ist denn das Erste, was Ihnen einfällt, im Autobahn. Und nee. Außerdem hat Strache erzählt, wer in der österreichischen Politik homosexuell oder in Sex- und Drogenskandale verwickelt sein soll. Und er hat davon geschwärmt, wie schön man gemeinsam die Pressefreiheit einschränken könnte. Das alles von versteckter Kamera gefilmt, so eine Art, verstehen Sie, Hass. Ich meine, was man kennt, das sind die Versuche der FPÖ, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich sturmreif zu schießen, das ist bekannt. Aber wie begeistert Strache war, als dann die angebliche Russin angeboten hat, die Kronenzeitung zu übernehmen. Ja, die Krone in der Hand der FPÖ, da war Strache ganz wuschig auf einmal. Und klar, ja, dazu kam der Alkohol, floss in Strömen, kurz gesagt, Strache wollte unbedingt einen in der Krone haben. Und so hat er das auch bei seinem Rücktritt erklärt. Ja, es war eine besoffene Geschichte. Es war ein typisch alkoholbedingtes Macho-Gehabe, mit dem ich ja wahrscheinlich auch die attraktive Gastgeberin beeindrucken wollte. Eine besoffene Geschichte. Schuld war nur der Wodka-Cola. Und er wollte die Frau anmachen, das kennen wir Männer noch alle. Wie oft hatte man schon eine attraktive Frau in der Disco einfach mal versucht zu umgarnen mit so einem Spruch wie, hey Baby, möchtest du mir 250 Millionen Euro geben und mit mir eine Boulevardzeitung kaufen? Ganz normaler Anmachspruch. Und Strache hat sich deshalb auch bei seiner Ehefrau entschuldigt. Und damit habe ich letztlich den wichtigsten Menschen in meinem Leben zutiefst verletzt. Nämlich meine Frau. Ne? Meine Frau. Die sind so wichtig, die hat er extra auf eine neue Seite geschrieben. Ne? Ja, ist auch klar, ich meine, so eine Pressekonferenz, aufregende Situation, da kann man sich schon mal verplappern, ne, das kann passieren. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich, ah nee, falsches Dokument, meine Frau. Kanzler Sebastian Kurz hat nach dem Video endlich knallhart durchgegriffen. Genug ist genug. Ja, es ist ja nicht so, dass Sebastian Kurz nicht hätte wissen können, mit wem er da regiert. Strache war in der rechtsradikalen, ja natürlich, Strache, das war bekannt, war in der rechtsradikalen Wikingjugend. Er hat früher Wehrsportübungen mit Neonazis gemacht und sich auch sonst immer wieder durch rechte Hetze hervorgetan. Das alles hätte Kurz wissen können. Also, der Name ist Kurz, die Leitung lang.
Jetzt ging es nicht mehr anders und am Montag muss Kurz dann wiederum ein Misstrauensvotum der Opposition überstehen. Das könnte eng werden, ich sag mal toi toi toi, vielleicht kann er ab Dienstag schon Urlaub machen. Ibiza soll ja sehr schön sein, gerade um diese Jahreszeit. Und den passenden Party-Hit, den haben wir auch. Die FPÖ war immer super drauf. Die Fahne hoch und schön die Hasskappe auf. Kurz und Strache waren ein süßes Paar. Es war so schön, doch dann kam Ibiza. Das T-Shirt spannt, doch er ist gut drauf. Hätte sein Land gern an die Russen verkauft. Doch es war nur versteckte Kamera. Dumm gelaufen auf Ibiza. Genug ist genug. Genau, rechtsradikal ist okay, aber rechtsradikal und korrupt geht gar nicht. Das Unschuldsland heißt Kurz. Sie gehen vor Putin gerne in die Knie. Und spielen die Opferrolle. Politisches Attentat. Pressefreiheit zählt für sie nix. Statt Multikulti. Kruzifix. Jetzt wird es eng fürs Milchgesicht. Doch dieses Chaos, das verwundert nicht. Denn dass ein Spezi-Neonazi war, das war klar schon vor Ibiza. That's it. Ja. Für dich schon. Ein Song von Dennis Kaup und Jesko Friedrich. In der FPÖ hält man natürlich für den eigentlichen Skandal, dass das Video veröffentlicht worden ist. Strache stellt sich selbst als Opfer dar. Was wir gesehen haben, das waren ja auch nur ausgewählte Ausschnitte, die aus dem Gesamtkontext gerissen sind, uns gezielt beschädigen sollten. Okay. Jetzt frage ich mich nur, wie bei über 6 Stunden kompromittierendem Material ein Kontext aussehen könnte, der Strache entlastet. Also, da muss man schon ein bisschen überlegen. Es könnte sein, dass er ganz am Anfang gesagt hat, so Leute, aufgepasst, ich spiele heute Abend einen besoffenen, korrupten Volltrottel. Bitte nicht ernst nehmen. Ja, das wäre der einzige Kontext, den ich mir vorstellen könnte, der ihn entlasten würde. Es ist aber immer der Reflex der Rechtspopulisten, es ist immer die Dolchstoßlegende. Sie machen natürlich nie was Böses und es ist immer ein Einzelfall. Die AfD hat ja auch sogleich reagiert. Parteichef Jörg Meuthen fand es nochmal ganz wichtig zu betonen, dass Straches Entgleisungen nichts mit der AfD oder mit anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa zu tun hätten. Wir haben hier einen singulären Vorgang und den sollten wir auch als solchen nehmen. Natürlich, dass Strache gegen die Pressefreiheit ist, offensichtlich illegale Parteienfinanzierung betreiben wollte, zur Korruption bereit ist, ein singulärer Vorgang. Sonst gibt es das ja bei Rechtspopulisten nicht. Außer bei Meutens Freund Viktor Orban, der die Pressefreiheit in Ungarn quasi abgeschafft hat und der sich mit EU-Mitteln vor sein privates Haus eine Eisenbahn und ein Fußballstadion hat bauen lassen. Oder gut, die polnische Peace-Partei, die nach und nach die Justiz aushebelt. Oder Marine Le Pen, die unerlaubt EU-Gelder für Mitarbeiter ihrer Partei eingesackt hat und gegen die ermittelt wird. Oder okay, die AfD selbst, die illegal aus der Schweiz finanziert wurde. Oder Matteo Salvini, dessen rechtsradikale Lega 49 Millionen Euro Steuergelder veruntreut hat. Alles singuläre Vorgänge und alle sind sie Opfer. Natürlich, ja, alle immer Opfer. Ja. Und ich denke, Leute, bitte, reißt euch doch mal zusammen. Jetzt reißt euch zusammen. Was soll denn immer dieses Mimimi? Was ist denn das für eine Tradition? Ihr seid Rechtspopulisten. Zäh wie Watte, flink wie Schnecken und hart wie Bockwurst, oder was? Also ehrlich. Mann, 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 wenn das der Führer wüsste. Echt widerlich, was gerade passiert. Dieser Hass und die Diskriminierung in Deutschland. Dabei müssten gerade wir mit unserer Geschichte es eigentlich besser wissen. Menschen werden angegriffen, nur weil sie anders sind. Und die Opfer werden auch noch verhöhnt. Unfassbar. Und wenn doch mal jemand eine Straftat begeht, dann ist das nur das Fehlverhalten Einzelner. Diese unerträgliche Hetze muss endlich aufhören. Deswegen sagen wir Halt! Wir wollen endlich wieder ausgrenzen und diskriminieren, ohne ausgegrenzt und diskriminiert zu werden. Wir fordern ein Herz für Hetzer. Mach auch du mit und zeig mehr Toleranz für Intolerante. Jawohl!
Danke. Oliver Dorke und Tim Grunder. Ja? Ab Sommer ist es soweit, in Deutschland werden E-Scooter zugelassen. Wer die Dinger noch nicht kennt, das sind Tretroller mit Elektromotor, mit denen man mit Tempo 20 durch die Stadt fahren kann. Das ist sehr praktisch, denn dann erkennt man zukünftig Vollhonks schon von Weitem. Verkehrsminister Andreas Scheuer wollte eigentlich, dass die Dinger auf dem Bürgersteig fahren dürfen. Auf Druck der Länder hat er aber dann das aber wieder zurückgenommen, hat gesagt, nein, Radwege. Also jetzt werden die in Zukunft auf Radwegen fahren, diese Roller. Da frage ich mich natürlich, wenn die auf Radwegen fahren, wo soll ich dann noch meinen SUV parken? Zweitens, schon mal den Zustand unserer Radwege angeschaut. Es ist eine Kraterlandschaft. Und dann diese Dinger, diese kleinen Räder, das ist saugefährlich. Einen Führerschein braucht man nicht für E-Scooter, aber einen Organspendeausweis sollte man schon dabei haben. Ich glaube, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und dann kommt natürlich noch dazu. Wir müssen ja an die vielen jungen Menschen denken. Die werden auch noch ins Handy schauen, die werden eine SMS schreiben, vielleicht auch noch Musik hören. Keiner wird das einhalten. Es ist auch völlig unkontrollierbar. Es werden Massen unterwegs sein. Das wird ein einziges Chaos werden. Ein einziges Chaos. Diese E-Scooter werden Angst und Schrecken verbreiten. Es werden sich vielleicht sogar neue Rockergruppen formieren. Ja? Das ist doch kein Beitrag zu einer sinnvollen Verkehrswende. Was soll denn das? Ja, E-Roller gelten ja als letzte Meile-Vehikel. Also für den Weg zur Arbeit, zur U-Bahn, ins Krankenhaus, zum Friedhof. Ne? Letzte Meile eben. In 2 Jahren werden wir uns alle fragen, wie habe ich eigentlich früher die letzte Meile zurückgelegt? Im Handstand oder mit Purzelbäumen? Ach, da gab's doch noch was. Ah ja, Füße. Füße, nein. Also demnächst wird das so aussehen, wir werden mit dem E-Scooter zur U-Bahn rollen. Ne, dann Rolltreppe runter, mit der U-Bahn fahren, Rolltreppe wieder hoch, dann weiter mit dem Scooter zur Arbeit, dann Fahrstuhl hoch, im Büro mit dem Stuhl zum Kopierer rollen, dann mit dem Treppenlifter auf den Kopierer rauf, um da den Hintern zu kopieren. Und wenn wir uns weiter... Das ist doch Büroalter. Und moderne Mobilität. Wenn wir uns weiterhin so wenig bewegen, dann haben wir uns in 80 Jahren die Beine weggezüchtet. Dann gibt es da unten nur noch Gumminoppen zum rutschfesten Abschirm. Und sollen die gut für die Umwelt sein? E-Scooter sollen gut sein für die Umwelt, weil man den letzten Kilometer nicht mit dem Auto fährt, sondern mit einem Scooter, der hergestellt werden muss, der Strom frisst, der erwiesenermaßen im Sharing-Verfahren nach 1 Monat ausgetauscht werden muss, weil er kaputt ist. Und dann werden jeden Abend diese ganzen Dinger mit Diesel-LKW eingesammelt, ja, und aufgeladen und wieder über die Stadt verteilt und dann geschätzt 10.000 Stück in einer Stadt wie Hamburg. Die stehen überall rum, liegen überall rum. Toll für die Umwelt. Also die Idee könnte von der Autoindustrie sein. Und ist sie übrigens auch. Ja. Denn hinter diesem Sharing-Modell für E-Scooter stehen Firmen wie Daimler und BMW, die damit ein neues Geschäftsfeld erschließen wollen. Und jetzt wundert es einen überhaupt nicht mehr, warum Andreas Scheuer dafür ist. Mehr zu diesem genialen neuen Verkehrskonzept von unserem Experten Heinz Strunk. Frage: Sind E-Scooter Chaos oder Chance, Hip oder Hype, Kult oder Kokolores, Spaß, Fun um jeden Preis? Fakt ist, es wird eng auf den Radwegen. In deutschen Innenstädten ist das Chaos ausgebrochen. Selbst in Pinneberg herrscht mittlerweile das Gesetz des Dschungels. Rücksichtslos im Zickzack fahrende Radfahrer, Segways, Airwheels und Hoverboards. Die Rentner von den Bürgersteigen fingen Skateboardfahrer, die sich mit ihren Brettern den Weg frei prügeln. Und, oder. Genial, dass endlich ein weiterer Player für noch mehr Action im Straßenverkehr sorgt. Auch für Raser und Raudis sind die E-Scooter Thema geworden. Statt sich illegale Straßenrennen zu liefern, jagen sie Roller. Wer mehr erlegt, hat gewonnen. Petra T. aus A. Wenn Herrn Scheuers E-Roller-Pläne war, muss sie wohl Propeller an den Kopf montieren, um durch die Luft dem drohenden Chaos auf den Radwegen zu entkommen.
In Frankreich kommen auf einen Einwohner bereits 2,4 Roller. Folge: erschöpfte Fußgänger, die über leergefahrene und liegen gelassene Leihscooter stolpern. Kaputte E-Roller, die brennen, in Kloaken vor sich hinrotten oder sich von Hunden vollgepinkelt zu Rollermüll halt auftürmen. Bock drauf! Und jetzt Deutschland. Von der einen stolzen Autofahrernation zu einem debilen Elektrorollerland. Erna W. aus K. Wenn die Straßen auch noch voll von diesen Rollern sind, können wir Senioren gleich zu Hause bleiben. Gunda F. aus D. ergänzt. Ich war schon seit 3 Wochen nicht mehr in der Apotheke, obwohl ich Kopfschmerzen habe. Aber das interessiert die fanatischen Rollerfans nicht. Diese Anzugträger mit der Laptoptasche um den Hals, während die Krawatte hinter irgendwie eine Fahne im Wind flattert. Im Übrigen ist das nicht nur gefährlich, es sieht auch scheiße aus. Erwachsene, die noch alle Tassen im Schrank haben, fahren keine Roller. Ausnahmen? Keine! Doch wer nicht hören will. Doch wer nicht hören will, muss fühlen. Es tut nämlich ziemlich weh, mit 20 km/h aufs Pflaster zu stürzen, weil man während der Fahrt einen Schluck Coffee to go trinken oder Selfie machen wollte. Doch nicht nur E-Scooter sind eine Gefahr. Die Bedrohung kommt aus allen Richtungen. Von vorn und von hinten. Von oben Drohnen, von der Seite Mähroboter. Helmut F. aus G. Otto und Helmut F. aus G. Mein Staubsaugerroboter hat es auf mich abgesehen. Schon zum 3. Mal hat er mich durch die gesamte Wohnung gejagt. Als ich dann hinfiel, hat er versucht, mich aufzusaugen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen recht schönen guten Abend. Vielen Dank, Heinz Strunk. Schöne neue Welt. Ich frage mich, warum werden eigentlich immer nur technische Innovationen entwickelt, die kein Mensch braucht? E-Scooter oder elektrische Staubsauger brauche ich nicht. Ja, da wird ganz viel entwickelt, was einfach Quatsch ist. Und dann auf der anderen Seite, mal so gesehen, mein Proktologe nimmt immer noch den Zeigefinger. Wie kann das sein? Ja, und auch das Internet. Das Internet in Deutschland wird zwar schneller, aber ausgerechnet da, wo man es nicht braucht. Linda Luft. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald leben moderne Menschen, die gerne im Internet surfen. So wie Ricardo Voss aus Zarnekow. Er braucht schnelles Internet für seinen landwirtschaftlichen Betrieb. Das hat er aber nicht. Ja, jetzt wartet man und wartet und nichts passiert. Bald wird alles anders. Bund, Land und Kreis wollen allein im Kreis 216 Millionen Euro für schicke Glasfaseranschlüsse ausgeben. Highspeed surfen, bis der Arzt kommt. Sie kriegen doch jetzt ein super Internet hier vorne. Kommt doch Glasfaser. Aber nur vorm Zaun, nicht bis zum Betrieb. Ja, mit den Fördergeldern darf ja nun nicht jeder Hans und Franz angeschlossen werden. Deshalb können viele Bürger auch kein schnelles Internet bekommen. So wie eben Ricardo Voss. Ganz im Gegensatz zu seinem Nachbarn. Einem stillgelegten Bahnhofsgebäude. Das ist irgendwo, ja, wie ein Schildbürgerstreich. Aber nein. Dafür gibt es eine gute Erklärung vom Energieministerium in Schwerin. Die öffentliche Hand darf nur dort mit Fördergeldern unterstützend eingreifen, wo private Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen den Ausbau von Internetanschlüssen nicht gewährleisten können. Der Staat darf also nicht überall schnelles Internet fördern, sondern nur dort, wo private Unternehmen keinen eigenen Ausbau planen. Dass die Bürger das nicht einsehen. Das Kabel geht dort in der Einfahrt lang, hier, also innerhalb von 4 Metern an meinem Haus vorbei. Und Sie werden angeschlossen? Nein, ich werde nicht angeschlossen. Da geht dann ein Kabel lang. Jeder guckt in den Graben rein und sagt, oh, da ist ein Kabel drin. Aber das ist nur so klein, weil nur 2 Haushalte angeschlossen werden. Die restlichen 50 Haushalte werden nicht angeschlossen. Und ich kann es nicht verstehen. Was gibt's da nicht zu verstehen? Es kann doch nicht hier jede Bruchbude schnelles Internet kriegen. Die Friedhofskapelle anscheinend schon. Es ist mir unbegreiflich, dass die Friedhofskapelle einen Anschluss bekommen soll und der Rest des Dorfes geht leer aus.
Mit normalem Menschenverstand ist das nicht nachzuvollziehen. Ja, ich fühle mich verarscht. Wer wohnt schon auf dem Friedhof? Na, irgendwann wohnt ihr doch alle auf dem Friedhof. Spätestens dann hätten ja alle schnelles Internet. Ruht in Frieden, in Ewigkeit. Amen. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass der Arbeitgeber dafür sorgen muss, dass die Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau dokumentiert wird, auch dann, wenn sie im Homeoffice sind. Und das ergibt Sinn, denn immer mehr Menschen machen ja immer mehr Überstunden. Allein 2017 haben Unternehmen in Deutschland über 36 Milliarden Euro gespart, weil ihre Mitarbeiter durch Überstunden unentgeltlich gearbeitet haben. Die Menschen in Deutschland arbeiten immer mehr, man ist immer erreichbar. Es ist fast schon ein Muss, immer gestresst zu sein. Es ist eine Art Wettbewerb. Wer ist der Herr der Augenringe? Leute telefonieren beruflich, während sie die Kinder wickeln. Die schreiben berufliche Mails, während sie kochen. Die schreien ihre Kollegen in Telefonkonferenzen an. Aber nicht, weil sie sauer sind, sondern weil es nicht anders geht unter der Geburt. Wie soll es nun aussehen? Ich meine, Hubertus Heil will da irgendeine gesetzliche Regelung finden. Kehren wir zurück zur guten alten Stechuhr? Oder wie soll das sonst aussehen? So etwa? Ist auch schwierig. Es erinnert wirklich an längst vergangene Zeiten. Also dahin werden wir nicht zurückkommen. Das glaube ich nicht. Aber eine moderne, innovative Lösung kennt der schwäbische Erfinder Friedel Löchle. Er ist heute bei uns. Herzlich willkommen. Ja, grüß Gott. Hallo. Herzlich willkommen, grüß Gott. Ja, das. Was haben Sie da auf, Herr Löchle? Was ist das? Die Lösung für die Arbeitszeiterfassung. Statt Stechuhr, Stechkamera. Aha. Jetzt ist Schluss mit Zigarette und Pinkelpause, Herr Ehring. Die Stechkamera dokumentiert auf Schritt und Tritt, wer schafft und wer faulenzt. Und wie lange wird die getragen? 24 Stunden. Ja, aber so ein Arbeitstag hat er nur 8 Stunden. Nicht in deutschen Unternehmen. Und deshalb trägt man die auch nachts und am Wochenende. Ja, Moment mal, aber ich habe das Gefühl, Sie zäumen hier das Pferd von der falschen Seite auf. Das Problem ist doch, dass die Deutschen Millionen Überstunden anhäufen. Die sogenannte Flatrate-Arbeit hat auch dazu geführt, dass mehr als die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer unter Rückenschmerzen oder Schlafstörungen leidet. Die sollen sich mal eine neue Matratze kaufen. Herr Löchle, das ist doch gerade das Problem. Es gibt keine Grenze mehr zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Zu Recht, von nichts kommt nichts. Man kann doch mal am Wochenende rasch 100 E-Mails beantworten. Hänge doch eh alle an Ihrem Handy. Na, also das ist mir irgendwie zu schwäbisch jetzt hier von der Grundeinstellung her. Nein, dieses Arbeitsethos, was soll denn das? Gibt es da nicht auch Probleme mit Datenschutz, mit Privatsphäre? Gibt es doch bestimmt Probleme. Nein, die privaten und geschäftlichen Daten werden ganz vertraulich behandelt. Nur der Chef und die Personalabteilung haben darauf Zugriff. Und diese Kamera zeichnet also Bild und Ton auf. Ja, genau. Und zusätzlich wird Ihr Computer natürlich überprüft, Ihre Post geöffnet und Ihr Telefon abgehört. Das klingt gruselig. Das klingt für mich nach George Orwell, nach 1984. Ach Quatsch. Gucken Sie sich mal die Chinesen an. Die schaffen mehr als mir. Und die brauchen nicht so einen Scheiß wie Mittagspause, Wochenende, Urlaub. Ja, aber so eine Stechkamera, das lässt sich doch wahrscheinlich auch irgendwie austricksen, oder? Ja. Und deshalb habe ich auch noch den Stechchip erfunden. Der Stechchip wird in den Oberarm des Arbeitnehmers implantiert. Und wozu? Naja, durch den Chip kann Ihr Arbeitgeber Ihre Gedanken lesen. Sie sollen ja nichts Privates denken während der Arbeit. Ja, aber sind die Gedanken nicht frei? Quatsch! Ah, Sie waren sie! Was soll denn das? Ja, wir müssen jetzt Gas geben, sonst machen uns die Chinesen platt. Das ist doch Wahnsinn. Sie glauben doch nicht, dass hier deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Stechkamera akzeptieren oder einen Stechchip. Nein. Das ist das schwerste Wort, was ich heute habe in der Sendung. Stechchip. Nein, und deshalb erfolgt das Tragen natürlich auf freiwilliger Basis. Aber wer sie nicht trägt, wird gefeuert. Vielen Dank, Herr Löchle. Ja. Ich mache mich wieder raus. Nein, die bleiben drin. Am Sonntag ist Europawahl. Wer von Ihnen hat Briefwahl gemacht? Briefwahl schon gemacht? Ah, einige, ja. Es gibt ja diesmal sage und schreibe 41 Parteien. Der Wahlzettel reicht erstmals exakt von Brüssel bis Straßburg.
Es gibt keine Sperrklausel, keine 5%-Hürde oder Ähnliches. Also kann man auch mit wenig Stimmen EU-Abgeordneter werden. Und dafür gibt es ja immerhin 8.750 Euro im Monat plus 320 Euro Sitzungsgeld. Ist ja nicht schlecht, da kann man doch mal antreten. Wobei ich auch gar nicht sagen will, dass man die kleinen Parteien nicht braucht. Zum Beispiel die Partei Liebe. Die hat wirklich ein super Programm. Diese Partei fordert allen Ernstes, dass der Staat Hochzeiten bezuschussen soll. Ja? Die Regierung muss mit öffentlichen Mitteln den Preis eines schönen Hochzeitskleides für die Braut und den Preis eines edlen Hochzeitsanzuges für den Bräutigam sowie den Preis von Eheringen in Höhe von bis zu 3.000 Euro für jede neue Familie bezahlen. Was ist das? Für jede Hochzeit. Die Steuerzahler sollen aufkommen für jede einzelne Hochzeit. Das heißt, die EU wäre nur durch Gerhard Schröder schon pleite. Oder die Partei Menschliche Welt, die wollen mehr Yogakurse im EU-Parlament. Das finde ich klasse. Das finde ich super. Günther Oettinger macht dann Yoga. Ich weiß gar nicht, was das ist. Sonnengruß oder herabschauender Hund. Nein, ich glaube, das ist der Löwe erwacht und sucht sein Englischwörterbuch. Ich glaube, das ist. Diese Yoga-Übung ist es, glaube ich. Und wer mir Angst macht, wer mir wirklich Angst gemacht hat, das ist die Familienpartei. Und dann werden wir natürlich auch noch den Steuerhinterziehern kräftig auf die Finger schlagen. Oh. Und wer in Europa noch einmal einen Krieg anfängt, kriegt Fernsehverbot und muss ohne Essen ins Bett. Es gibt allein 4 Tierschutzparteien, aber es gibt ja auch gute Gründe, die zu wählen. Ich möchte, dass die Politik endlich wieder mehr für die Menschen tut. Und genau deswegen habe ich die Tierschutzpartei gewählt. Und das ist ja logisch. Und welche Partei muss ich dann wählen, damit sie was für die Tiere tut? Wahrscheinlich die Autofahrerpartei. Normalerweise würde man sagen, je mehr Parteien, desto besser. Konkurrenz belebt das Geschäft. Leider ist aber dieser Europawahlkampf ganz besonders inhaltsleer. Unsere russische Reporterin Katja Kreml hat versucht, den Europawahlkampf in Deutschland zu verstehen. In Russland schickt man die unbeliebten Politiker nach Sibirien. In Deutschland schickt man sie ins Europaparlament. Das Lustige ist, sie machen sogar komische Werbung dafür. Was soll uns das sagen? Keine Ahnung. Den Spruch habe ich schon mal gehört. Aber von ihrer Frau wahrscheinlich. Jeden Tag. Nee. Europa ist die Antwort, heißt das. Aber was ist denn die Frage? Die Frage ist eine gute Frage. Ja, das ist die Frage. Ne? Das wüsste ich auch nicht. Nee. Wüsste ich auch nicht. Was will uns dieser Plakat sagen? Ja, das habe ich auch nicht verstanden mit der Soldatin, die am Computer ist. Meinen Sie, Sie machen gerade ein Date aus bei Tinder? Nee, das glaube ich nicht. Für ein vereinigtes Europa, wie wir es wollen. Wer sind wir? Volt, da denke ich eher an Elektrizität. Vielleicht ist das die Energielobby. Ich weiß es nicht, kann sein. Hier steht Grün ärgern, Blau wählen. Was haben diese paar Farben zu tun? Ja, Grün ärgern heißt, ist ja meistens mit schlecht in Verbindung. Also wenn man grün wird, ist einem schlecht, dann ärgert man sich. Also wenn die braun schreiben würden, dann weiß man, was sie wollen. Aber bei Blau wählen. Wahrscheinlich meinen Sie, dass man ihre Politik sich schön saufen sollte. Ach, nee, das glaube ich nicht. Wo hat diese Frau diese geile Nudelkette her? Die muss ich auch haben. Ich habe den Wahl-O-Mat gemacht und werde mich da wahrscheinlich dran orientieren. Wussten Sie, dass Wahl-O-Mat der Lieblingsspielzeug von uns Russen ist? Nein. Was meinen Sie, wie viele Russen braucht man, um Wahl-O-Mat zu manipulieren? Ein Hacker wahrscheinlich. Ein Hacker würde wahrscheinlich reichen. Hallo? Пришли мне, пожалуйста, фото Сергея. Мы его забросим в Европейский парламент. Да, лучше всего с кошечками. Alle Stimmen für Sergei, weil diese Katze so süß ist. Würden Sie ihn wählen? Ich würde die Katze wählen, ja, aber nicht Sergei. Nee, Katzen sind nicht so meins. Dann lieber die Hunde? Ja, Hunde wären gut. Hunde würden ja, mich mehr ansprechen. Wir in Russland brauchen keine Wahlwerbung, weil wir sowieso wissen, wen wir wählen sollen. Da wird viel Geld gespart, das man auch sinnvoller ausgeben kann. Zum Beispiel für amerikanische oder für europäische Wahlen. Danke, Martina Hauschild. Zu den allerseltsamsten Erscheinungen in Europa gehört ja
Die nationale, internationale. Die rechten Parteien wollen ja im neuen EU-Parlament eine große Fraktion bilden und haben sich dafür vor einigen Tagen auch getroffen in Mailand. Da sind sie alle zusammengekommen und da hat man schon gemerkt, dass so ein internationales Nationalistentreffen nicht furchtbar einfach ist. Ja, es ist schon mal, ne, hier sind, waren alle da, wunderbar. Geert Wilders war da, Matteo Salvini war da. Im Hintergrund Jörg Meuthen, Marine Le Pen, alle waren sie in Mailand. Einige sprachen auch schon von der Mailänder Faschowiek. Aber man hat gemerkt, es ist nicht einfach, sich auf etwas zu einigen. Allein das Motto, ja, da stand groß, prima l'Italia. Italia first, ja, auf Deutsch. Also im Prinzip, es ist, ne, dieses Motto, und da steht Jörg Meuthen an einem Rednerpult und darauf steht prima l'Italia. Will Meuthen, dass Italien zuerst kommt? Ist er da nicht ein Volksverräter? Und natürlich wollen alle am liebsten ein Treffen in ihrem Land. Das ist klar. Ich kann mir vorstellen, wie darum gerungen wird. Dann ruft demnächst Höcke bei Le Pen an und sagt, Marine, das nächste internationale Treffen ist aber in Deutschland. Und sie sagt, nein, in Frankreich. Und Höcke sagt, von mir aus ist mir egal, in welchem Teil von Deutschland. Und, ja, es gibt immer Streit. Jeder denkt an sich. Wie soll da Gemeinschaft entstehen? Jörg Meuthen hat ja sehr konkrete Vorstellungen, wie das Europa der Rechten aussehen wird. Er sagt, das Europa der Rechten, es wird ein Haus mit mindestens einem Dutzend Bewohnern. Das wird bestimmt eine super Stimmung. Ja, ein Haus. Also ein Haus mit verschiedenen Wohnungen. Können wir vorstellen, links oben wohnt die AfD. Ja, die will raus aus dem Euro und kein Geld mehr für andere Länder in Europa zahlen und auch keine Zuwanderung. Die streitet sich natürlich mit der polnischen Peace-Partei nebenan. Die wollen nämlich weiter Geld aus Europa kriegen und die Polen wollen mehr Zuwanderung, weil die einen solchen Fachkräftemangel haben, dass sie schon Leute von den Philippinen anwerben. Noch eine Wohnung weiter wohnt Salvini, der sich mit der AfD streitet, weil er den Euro behalten will, sonst geht sein Land in Schulden unter. Ja, drunter wohnt die FPÖ, die Sanktionen gegen Russland ablehnt, während die Polen für Sanktionen gegen Russland sind. Links daneben wohnt Orban, der keinen Flüchtling verteilen will. Der streitet wiederum mit Salvini, der alle Flüchtlinge verteilen will. Links unten wohnt Le Pen, die will, dass das EU-Parlament weiter in Straßburg bleibt. Darüber die AfD, die dagegen ist. Das heißt, in dieser rechten Bude ist so viel Zoff. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis bei der Eigentümerversammlung der Erste die Kettensäge rausholt. Dabei ist Europa ohnehin zerstritten. Es braucht doch die Rechtspopulisten gar nicht für noch mehr Streit. Würde sich eine Familie so verhalten, wie die EU-Mitgliedstaaten miteinander umgehen, es wäre gar kein Zusammenleben möglich. Oh, nee, das Besteck kommt in den Besteckkorb und die Teller kommen in die Tellerfächer. Oh. Die Socken haben hier gar nichts zu suchen. Ach ja, ich werde ja wohl am besten wissen, was gut für meine Socken ist. Diese ständigen Regeln. Deshalb mache ich es jetzt auch wie die EU-Gegner. Ach, so eine Freude. Na toll. Jetzt ist unsere Haushaltskasse schon in der Monatsmitte alle. Ja, weil du da ständig Geld für deine Hobbys rausnimmst. Und zwar viel mehr, als du einzahlst. Wie einzahlen? Ich zahle doch nichts ein. Ich bin doch nicht blöd. Aber ich brauche doch Geld für meine neuen Schulbücher. Ja, dann geh halt arbeiten wie deine Mutter, Schmarotzer. Neuerdings glaubt mein Mann, alles viel besser alleine zu können. Wie die Gegner der EU. Gestern hat meine Mutter aufwendig Gulasch gekocht. Guten Appetit. Ja, aber ich mache ab jetzt mein Essen lieber selbst. Na, schmeckt's? Ja, mega. Ich hab's voll drauf. Manchmal frage ich mich, warum er noch in dieser Familie ist, wenn er doch gegen die Familie ist. Wenn ich in der Familie bin, kann ich viel besser gegen die Familie sein. Mega schlau. Ich denke ab sofort auch mehr an mich. Jetzt heißt es bei den Schulzes, Peter Schulze first. Toll, dann kannst du ja zuerst den Müll runterbringen. Die spinnt wohl. Ach, hallo Mutti, komm doch rein. Halt, stopp. Wer ist das? Wo kommt ihr? Sag mal, das ist Hilde, deine Schwiegermutter. Oh, die kann gleich wieder gehen. Schluss mit der Willkommenskultur. Meine nationale Identität innerhalb der Familie ist total wichtig. Deshalb habe ich dann auch im Innern die Grenzen dicht gemacht. Mein Vater hat jetzt sein eigenes Vaterland. Mitten in unserer Wohnung. Toll, endlich wieder unabhängig. Wie die Gegner der EU. Tja, sehr schade, dass mein Mann sich jetzt ausgegrenzt hat. Lecker schmecker. Köstlich. So lecker. Ein Film von Oliver Dorke und Sebastian Rietz. Am Sonntag wird nicht nur in Europa gewählt,
Es gibt mehrere Wahlen. Es ist auch Bürgerschaftswahl in Bremen unter anderem. Bremen seit 73 Jahren von der SPD regiert, wie wir wissen. Das könnte sich jetzt ändern. Und für Andrea Nahles könnte ein Verlust der Regierungsmehrheit in Bremen sogar bedeuten, dass sie aus dem Amt geputscht wird. Man hat vor dem Willy-Brandt-Haus schon Schilder aufgestellt. Ja, Vorsicht, Putschgefahr. Achtung. Ja. Es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es da auch ein Beben in der SPD gibt, dass Bremen nämlich verloren geht für die SPD. Der ehemalige Bürgermeister von Bremen mahnt auch schon. Früher haben sie mal gesagt, man kann einen Besenstiel auf den Marktplatz stellen und SPD-Schild dranhängen und der wird immer noch gewählt. Solche Reden sind alle weg. Ja, heute wünscht man sich in der SPD, man hätte es mit einem Besenstiel probiert. Es ist ja zurzeit, wer ist nochmal in Bremen gerade Bürgermeister? Kennen Sie den Namen des Bremer Bürgermeisters? Auch wissen Sie jetzt hier solche Examinierungen. Ich kenne den Namen unserer Spitzenkandidatin. Ja, ich kenne ihn auch. Ja. Das ist gemein. Shaw, ich weiß es nicht. Irgendwas mit Shaw. Ja, es ist Carsten Sieling. Ich habe es gegoogelt. Ich wusste es natürlich auch nicht. Ja, kennt keine Sau. Ein anderer SPD-Politiker fällt gerade sehr auf, obwohl er gar kein politisches Amt hat. Je mehr die SPD in die Krise rutscht, je schlechter die Umfragewerte sind in Bremen oder auch vor der EU-Wahl, desto lauter vernimmt man seine Stimme. Er schreibt Artikel, gibt Interviews, sitzt in Talkshows. Er geht sogar zu Extra 3. Herzlich willkommen, Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel. Nach langer Zeit mal wieder bei uns. Sie sind Ex-Vizekanzler, Sie sind Ex-Wirtschaftsminister, Sie sind Ex-Außenminister, Ex-SPD-Vorsitzender und heute bei uns als Experte für die Krise der SPD. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Was für eine beschissene Einleitung, Herr Ehring. Aber was soll's, ich hol mein Beißholz raus und stehe das durch. Sie sind jetzt schon eine Weile raus aus der aktiven Politik, äußern sich aber permanent zur CO2-Steuer, zur Unternehmenssteuer, zu Kevin Kühner, zu Nahles, zu Europa. Sie sind sogar nach Nordkorea gereist. Das war rein privat. Die Führung des Landes hatte mich eingeladen. Ein Land, das an der Bombe bastelt. Die interessieren sich eben für Bombentypen wie mich. Ist es eigentlich schmerzhaft für Sie, politische Ereignisse nur noch von der Seitenlinie aus zu kommentieren? Nö. Ja, das bringt sozusagen der Trainerposten mit sich. Ach so. Ja gut, Trainerposten sagen Sie, andere sehen in Ihnen eher eine Art Lothar Matthäus der Politik. Ja, haben eigentlich nichts zu sagen, wissen aber einfach alles besser. Ich weiß es eben besser, Herr Ehring. Was sollen wir denn machen? Ja, Sie halten sich zumindest nicht zurück mit Kommentaren. Was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund für die aktuelle Krise der SPD? Naja, es gibt ja nicht einen Grund. Nein. Es gibt zwei Gründe. Andrea und Nahles. Ja. Das ist aber vielleicht etwas einfach. Das ist aber etwas sehr einfach. Man kann doch jetzt nicht alles Andrea Nahles in die Schuhe schieben. Ich meine, wurden da nicht auch viel früher, auch zu Ihrer Zeit schon, inhaltlich einfach auch Weichen falsch gestellt? Ich stelle bei Ihnen gleich meine Weiche falsch, Herr Ehring. Ich sag nur Bremen. Bremen droht verloren zu gehen. Bremen war, wie wir gerade gehört haben, seit jeher sozialdemokratisch. In Bremen, da sagt eine Hebamme nicht, es ist ein Junge oder es ist ein Mädchen, sondern Glückwunsch, es ist ein Sozi. Wenn wir in Bremen untergehen, Herr Ehring, dann können wir direkt einpacken. Ja, und gibt es denn tatsächlich den Plan in der SPD, Andrea Nahles zu entmachten, wenn der Wahlsonntag zum Debakel wird? Das möchte ich hier nicht weiter kommentieren. Nur so viel, es stimmt. Das ist doch einigermaßen brutal, oder? Nee, das ist Politik, Herr Ehring. Da werden Intrigen gesponnen, Herrscher gestürzt und frühere Hauptfiguren tauchen sozusagen unverhofft wieder auf. Ist ein bisschen wie bei Game of Thrones, nur mit weniger Sex. Aber dafür mit mehr Enthauptung. Aber es ist nicht auch ein innerliches, ein programmatisches Problem. Was die Leute zum Beispiel am meisten interessiert im Moment, ist Klimaschutz. Ja? Vor der EU-Wahl, Riesenthema, Klimaschutz. Bei Ihnen habe ich immer das Gefühl, Umweltschutz, ich will mal sagen, es ist okay, ja, aber im Zweifel ist anderes wichtiger als Umwelt. Herr Ehring, ich bin gerne bereit, mich für Umweltschutz einzusetzen. Wenn mich die Umwelt dafür anständig bezahlt. Aber wir sind nun mal die SPD und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wir kämpfen vor allen Dingen für soziale Gerechtigkeit.
Okay, aber wenn dann ein Kevin Kühnert dahergeht und sagt, ich denke das mal radikal zu Ende, das mit der sozialen Gerechtigkeit, dann rasten Sie auch wieder aus. Ja, und zwar zu Recht. In der SPD ist für vieles Platz, Herr Ehring, aber bei linker Politik ist wirklich mal eine Grenze erreicht. Aber was, Herr Gabriel, was, wenn nicht solche Ideen, kann denn die SPD überhaupt noch retten? Was der SPD in dieser schwierigen Zeit fehlt, ist sozusagen eine Leitfigur, ein Alpha-Tier. Jemand mit Erfahrung, mit Kampfgeist, einer, der mutig ist wie ein Löwe, anziehend wie die Erdkraft und gleichzeitig besonnen und bescheiden. Ich kann ab Montag. Vielen Dank, Sigmar Gabriel. Was die SPD an Sympathien verliert, das gewinnen die Grünen hinzu. In Europa könnten sie die Zahl ihrer Sitze verdoppeln. In Deutschland sind sie zweitstärkste Kraft. Der Grund ist vor allem Robert Habeck, der grüne Superstar. Er hat so viele Fans. Ja, Robert, ich will eine Politik von dir. Er ist charmant, er ist sexy, er war zwischenzeitlich der beliebteste Politiker Deutschlands. Okay, es gab letztens auch mal etwas Kritik. Wegen dieses Satzes hier, da hat er sich über Religion hat er sich geäußert und zum Thema Religion, da hat er gesagt, um zu glauben im eigentlichen Sinn, habe ich wohl zu viele Philosophen gelesen. Also die Message an alle Gläubigen, ihr seid halt nicht so belesen wie Robert Habeck. Da waren viele sauer. Ja, es gab so ein bisschen Irritation, dann hat sich aber Gott gemeldet und gesagt, es wäre überhaupt nicht schlimm, dass Habeck nicht an ihn glaubt, dafür glaubt er an Habeck. Und Robert Habeck... Er hat diesen Charme, er hat diese Ehrlichkeit, diese Authentizität. Das sieht man auch auf seiner Website. Hier zum Beispiel, Robert Habeck sitzt alleine mit einem Bier in der Natur. Und alle denken, geil, ein cooler Typ, denkt nach. Stellen Sie mal kurz vor, Olaf Scholz würde da sitzen. Völlig andere Situation. Ja? Wir alle würden denken, scheiße, der säuft und hat keine Freunde. Aber bei Habeck, ist es direkt... Es ist alles. Er ist einfach. Habeck ist in aller Munde. Er ist der Gast, der am häufigsten in Talkshows ist. Er wird so gehypt. Man sagt, wenn die Meeresspiegel steigen, wird Habeck als einziger überleben, weil er übers Wasser gehen kann. Kann er aber nicht. Er hat es probiert. Er dachte, er könnte es. Unser Reporter Sebastian Ried ist dem Charme des grünen Tausendsassers ebenfalls erlegen und hat sich umgehört bei Gleichgesinnten. Deutschland im Habeck-Fieber und ich mittendrin. Gut, die Redaktion wollte einen kritischen Beitrag, aber mal ehrlich, sind wir nicht alle ein bisschen Robert? Robert, Robert! Was ist denn das Tolle an Robert? Der Bart. Er ist jung, obwohl er 50 wird, der ist jung, der ist beweglich. Der Robert ist für sich einzigartig. Robert, Haare sind auch cool. Sympathisch, der ist frisch, unkompliziert, jedenfalls kommt er mir so vor. Was seine Frau dazu sagt, weiß ich nicht. Und natürlich das, was er sagt, das finde ich auch gut. Was sagt er denn? Ja, was sagt er? Das ist eine gute Frage. Wofür steht denn Robert? Ja, ich finde, er steht halt für, was ich gerade schon gesagt habe, für... Ist ja auch nicht so wichtig. Ah, viel wichtiger ist doch, dass Robert ein Star zum Anfassen ist. Ein Politiker mit Stärken und noch mehr Stärken. Was kann Robert Habeck denn nicht? Da fällt mir im Augenblick leider nichts ein. Er hat ja auch eine ganz tolle Sprache, ne? Hat er auch, ja. Er sagt auch mal so cool und scheiße. Ja, das ist ja auch normal. Somit spricht er ja auch junge Leute an. Es gibt ja Menschen, die sagen, sie können sich im Bio-Supermarkt einkaufen nicht leisten. Sind das denn dann noch echte Robert-Fans? Das ist schon teuer, ich hab's auch gemacht. Also ganz billig ist nicht. Habeck muss man sich leisten können, ne? Ja, ja. Und dann ist er endlich da. Mein großer Fan-Moment. Gleich darf ich meinem Idol ganz nah sein. Robert, Robert, ein Autogramm bitte. Ein Autogramm bitte, Robert. Ey, das meine ich. Oh, er ist so bescheiden. Das war Sebastian Ried für Extra 3 mit einem kritischen Bericht über Robert Habeck. Das war Extra 3. Jetzt kommt 3:1 Michel Müller. Bis bald.
Geh da mal runter. Ich glaube, das ist scheiße fürs Sofa. Okay.